müsste lassen. No risk, no fun. Ja, Fun hattest du da ja wohl gestern, letzten Sonntag, hä? Irisch, ja. Haha. Gut. Aha. 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 Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Erstmal hallo zu YouTube sagen kurz. Hallo, YouTube. Hallöchen, YouTube. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir ja alle Menschen begrüßt. Alle Menschen begrüßt, die uns zugucken. Und genau. Ich möchte noch meine Mutti grüßen. Und die, genau, das ist auch wichtig. Und ich die Irinka, die mir eine nette Mail geschrieben hat. Ja, denn du bist der neue Lord. Ja, genau. So. Alles klar. Hätten wir das ja auch wieder geklärt. Ich schau mal in die Aufträge in der Zwischenzeit. Ich würde sagen, dass du mal in die Aufträge schaust. Ja. Ist jetzt alles nie so geil. Wollen wir den Pritschenwagen wenigstens mal wegstellen? Der sieht ja so, da steht hier so. Ah. Versuch was mit wenig Baggern zu finden. Würde mal interessieren, wieso sie technisch diese Wagen hier einfach an der Stelle stehen lassen können. Was machen die falsch? Irgendwas machen die falsch, da hast du recht. Weil wir sind ja immer total korrekt. Genau, wir also, ne? Aber wir werden nie drum rumkommen zu baggern, dann nehmen wir hier dann einfach baggern mal. Wir halt. Dann gucken wir mal wir vielleicht. Haben ja, ja. Im Endeffekt haben wir ja drei Bagger. Wir haben zwei große und einen kleinen. Der Marco kann ja mit dem kleinen Bagger. Ja, der kleine no. kommt zwar nicht ganz so weit runter, aber immerhin. Gut, ich nehme mal. Bringt vielleicht nochmal 0,1% pro Schaufel mehr. Schauen wir mal. Vielleicht ist das Baggern jetzt besser gefixt, noch viel besser. Ich hab keine Updates in letzter Zeit gesehen. Ne, ohne weiß. Update. Oh, ja. Ich verstehe. Naja, dass es ja heute wieder alles besser ist. Es ist nie so warm und so. Wir müssen immer oberkörperfrei bauen. Als erstes müssen wir walzen. Das ist schon mal was Neues. Na, da müssen wir erstmal verdichten, bevor wir dann wieder ausbrechen. Ja, genau. Wo ist denn hier mein süßes Röllchen? Ach, hier. Und wo ist es im Spiel? Nicht doof? Steig einfach mal ein. Mal gucken, wo es rumsteht. Es steht hier draußen auf der Straße. Was? Haben wir es stehen gelassen etwa? Ah ja, nee. Okay. Unser Mischer steht auch noch rum und ein anderer Pritschenwagen von uns. Der blaue da? Das ja, dass wir das letzte da. Mal einfach gegangen sind. Blaui ist da. Ich habe echt das Gefühl, wir verdichten den Bereich, den wir dann ausbaggern müssen. Oh, das ist nur ein winziger Bereich, der dann gebaggert wird. Vielleicht so ein Krokodilloch. Ich hoffe es inständig, ja. Weil wenn wir den Bereich ausbaggern müssen, dann wie viel Geld gehe ich wieder für den Bereich, den wir ausbaggern müssen? $1 Million. Das ist doch der Running Gag bei mir auf Baustelle. Immer wenn die Geld irgendwie was um Geld geht, sage ich auch immer $1 Million. Gut, da wäre ich schon am Anfang zu verdichten. Dichten, Baustelle, kleine Betonziegeln liefern. Dichten, Fugen, werkeln. Bagger den markierten Bereich aus und bringe 15 Kubikmeter Erde zum Kieswerk, okay? Also ist es bestimmt nie so viel. Bringt nur knapp 50.000. Nee, das ist nie viel. Okay, ja. Das heißt, wir brauchen aber der rote, den konnten wir doch mit Sand beladen, ne? Nur genau. Der ist besser dafür. Der kriegt, glaube ich, Zähne drauf, oder? Oder 20? 20, glaube ich, nur. Da fahre ich den auch schon mal zur Baustelle. Tun Sie dies. Du könntest ja auch den roten schon mal zur Baustelle fahren. Das ist eine echt geniale Idee, Mago. Ich weiß. Ich gucke in der Zwischenzeit mal, was wir dann an Zeug so ranschaffen müssen. Genau, Gießen mal. Müssen du kannst ja Abschnitt mal gucken, was man so an Zeug ranschaffen kann. Okay, kleine Ziegeln und Zementsäcke. Okay, das kann ich. Das kann ich. Wenigstens etwas. Ist nie viel, aber das kann. Genau, nichts kann er gut. Das muss er ja auch nie, Hauptsache er kann ein bisschen was. Ja. Als Chef muss man nicht gut nehmen. Nö. Man muss nur schalten und verwalten. Bin ich hier um zu lenken? Ah, nee, andersrum, zu denken, ne? Genau. Aber bei mir wäre es ja so, ich bin hier, um was zu machen, aber um zu denken. Mehr oder weniger. Oh. Das ist keine gute Kombination. Nö. Nee, solltest du lassen. Das ist doof. Guck mal, eine blaue Tankstelle, ob das wohl Aral. Nee, das heißt einfach nur Fuel, einfach nur Treibstoff. Einfach nur. Wir müssen die Namen aber zensieren, weil Aral macht uns ja hier kein Angebot. Genau, von denen haben wir. So, Hallöchen, Herr Baustoffhändler. Wir brauchen einmal kleine Ziegel. Aus was denn eigentlich?
euch hier wieder das Falsche kaufe. Chip, 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 Alter, wo ist denn die Baustelle? Das gibt's. Die ist wieder weit oben. Kieselviertel. Ja, ja, es ist ja auch ein Herrenhaus, wie, was wir bauen. Wie bist denn du so schnell da mit der Walze hingefahren, frage ich mich. Gelaufen. Gehst du die vorbereiteten... nee, das ist das Falsche. Oh, es gab Geld. Ja. Wow, 4000. Oh, das ist viel, oh, für mich. Und 165 EP, das ist ja... Vielleicht erreiche ich ja heute doch mal Level 11. Jetzt müssen wir spritzen, wa? Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich gleich einen blauen geholt, anstatt einen roten. Kleine Ziegel Ton und na, zwei Zement. Okay. Das kann die Walze, brauchen wir die nochmal? Sonst nehme ich sie wieder mit heim. Weiß ich nie. Baggern, kieseln, besorgen, gießen. Nö. Gut. Dann nehme ich den schon mal wieder mit heim. Wie voll ist denn der? Ach so, weißt du noch nie. Guck da mal, wie voll der blaue noch ist, nie, dass man noch vielleicht ein bisschen Beton holen müsste. Zumindest der grüne. Oder? Ne, ja. Der blaue hat doch immer ein bisschen was drin. Ja, aber das geht ganz schnell, ja, 73%. Ach so. Ja, der grüne hatte noch 25 oder so. Ja, das könnte für die Fläche reichen, so groß ist sie nicht. Okay. Wisst ihr, wir kennen uns schon voll aus, oder? Wir können schon voll kalkulieren. Ja. Wir wären schon voll gut in dem Spiel. Ich weiß. Und wir sind die einzigsten seriösen deutschen Let's Player, die das hier spielen. Seriös. Aber halt extrem seriös sind, was? Ja, sind einfach nur seriös. Ja. Die Einzigen, die das Spiel vielleicht ein bisschen ernst nehmen. Ja. Ja, ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar Leute, die sitzen hier im Kämmerchen zu Hause und spielen das richtig seriös. Ich habe das mal bei jemandem gesehen bei Twitch, ich weiß nicht mehr, wer das war. Dann habe ich dem auch einfach mal angeschrieben, so hier im Chat. Der kam ihm total bumpig und der hat das total ernst so gespielt und total langweilig. Der hat nie mal erzählt nebenbei. Also, dann kann ich es auch selber spielen. Also, weiß nicht. Weißt du nicht? Tja. Nee. Wahrscheinlich hat das im Singleplayer gespielt. Wie bist du mit dem Blauen so schnell hierher gekommen? Hä? Was ist los mit dir? Wann hast die du Abkürzung mich überholt? Hast du es nie gemerkt? Ich hab da sogar gehupt, angehalten, dir gewunken und dann weitergefahren. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Taxi zum Firmengelände. Aha. Jetzt. Oh, muss ich denn dafür nicht zahlen? Nö, ist auch schön. Ja, es geht halt nur auf mich. Aha. Hol ich mir mal den Green. Schau mal, das schriftlich haben. Heute geht alles auf den Marius. Juhu! Juhu! Hol mal ein paar Kästen Bier, okay? Alles klar. Das geht heute mal auf mich. Das Taxi, das eine Taxi vom Teichi. Wow, das, wo ich nicht bezahlt habe, meinst du? Naja, weil es auf mich ging. Hör doch mal zu. $20. Oder Euro oder was auch immer man hier für eine Währung hat. Cent. $1 Million. Der Beton ist alle. Ich komme ja schon, aber ich fahre ja wenigstens. Na und? Da dauert es ja noch länger. Naja, deswegen ja. Der Marius muss aber ein neues Level erreichen, dass wir wieder mal einen Sonderauftrag kriegen. Verstehst du? Ist richtig. Verstehst du? Wir haben doch voll viel Zeit. Ja. Ja. Bin ungefähr bei der Hälfte. Ich werde dann nämlich auch mit den Baggern bis zu dir fahren. Oho. Mit dem Kleinen. Mit dem Kleinen, genau. Der fährt nämlich nur 2 km. Die Großen fahren ja wenigstens 5 oder so. Aha. Und wen interessiert das? So schnell. Deine Mutti? Nee. Nee? Nee. Schade. Auch nie. So. Tja, da stehe ich jetzt hier, guck mir die Landschaft an. Ist es schön? Ja, nö. Neblig, ist immer so bedeckt. Das ist ganz komisch, das Wetter hier immer. Ah. Die Sonne scheint eigentlich auch nie, man sieht sie zumindest nie. Aber trotzdem wirft sie Schatten. Ach doch, das soll die Sonne sein. Gut, die ist 10-mal näher als sonst, aber okay. Hey. Ist ein Bausimulator und kein Erdesimulator, dass genau. Die Sonne genauso weit entfernt ist wie in echt. Kein Erdesimulator. Es reicht ja, dass das Bauen ziemlich echt ist. Findest du es echt, ja? Ja, relativ. Du bist doch momentan so im Prinzip auf dem Bau. Bitte? Ein Prinzesschen auf dem Bau eher. Ich bin zurzeit auf dem Bau und das ist schon sehr realitätsnah. Ja. So viel Chaos, wie wir stiften, stiften wir in echt auch. Okay, dann geht's ja. Ja, Amerika ist das ja erlaubt.
Da wird ja nie so viel Wert Eben. auf deutsche Wertarbeit gelegt. Nee, nee, das, nee, dort, in Amerika, deutsche Wertarbeit, das kennen die, glaube ich, gar nicht. Denn die Arbeit? Ah ja, die kennen oft Siesta. Aha. Die haben 3 Pausen am Tag, habe ich jetzt festgestellt. Ständig liegen die rum und schlafen. Das ist ja nicht in Spanien. Na gut, das waren früher vielleicht mal Spanier. Es kann ja sein, dass da ein paar mexikanische Na, Mitarbeiter vor Ort Kolonien. sind. Spanische Kolonien haben sich damals da Ja, angesiedelt. natürlich. Deswegen, ja. Nee, Um die haben vielleicht noch ein bisschen irgendwie. Bildung hier reinzubringen. Also, das ist ja So. nicht. Generell, die amerikanischen Mitarbeiter bei uns haben 3 Pausen am Tag. Ich habe eine Mittagspause. Die haben 3 Pausen, auch jeweils eine halbe Stunde, wo ich mir denke, Und gehen eher als was? du heim. Und gehen eher als ich hin, das stimmt auch Ja. wieder. Und kriegen auch noch ihre Überstunden bezahlt. Was mache ich eigentlich falsch? Na, was haben die Alles. denn? Wie viele Stunden müssen die denn am Tag? 4? Nee. Immer ein bisschen länger da. Also sind meistens bis 17 Uhr da, von 7 oder so. 20 Wochenstunden. Ja. Würde mich nie So. wundern. Lass mal hier voll. Ich lass dich mal fließen. Oh, Du ich bist muss wohl noch viel ein zu bisschen weit weiter weg. hinter, habe ich das Gefühl. So, jetzt Jetzt bist du aber. viel zu nah dran. Sollte aber passen, oder? Sollte es Ja, es gefüllt füllt, werden. ne? Das Ding ist, dass ich nie die Kuppe runterkomme, dass ich richtig unter die Klappe runter. Naja, egal. Naja, es läuft ja rein. Naja, ich lasse das erstmal so stehen und hole dabei die Bagger. Genau. Weil ich glaube, als nächstes müssen wir doch baggern. Den Bagger steht da schon da. Ah, ne, baggern müssen wir noch nie. Nee, auch noch nie. Erst Abschnitt 5 müssen wir baggern. Ach nee, da haben wir ja noch. Erstmal sind wir in Gießen. Hier steht schon Bagger. Ja, da steht ja schon ein Bagger. Wie hast du den hierher gebracht? So schnell. Hergefahren. No. Wie immer, Teichi. Was denkst Wie du? immer. Ja, ich hol mal noch einen zweiten Bagger. Bin ich niemand nie so. Bist du halt mal nicht so. Aha. So. Oh, Shane. Endlich mal wieder Spritzen hier. Habe ich echt vermisst. Glaube ich dir. Ja. Macht ja auch Spaß, sowas. Macht Spaß, ja. Ja. So ein entspanntes Gefühl. Jo. So. Dann haben wir Und doch. Beton. Warum muss ich eigentlich jedes Mal Zementsäcke noch holen, wenn wir doch den ganzen Kladderadatsch eigentlich in unserem Mischer drin haben? Weil das spezielles Zement ist. Ah, ja. Fundamentzement. Ah, ja. Ja. So ist es. So, was braucht man noch? Also du besorgst gerade die Ziegelsteine und die Zementsäcke, ne, Marius? Ja. Quasi Dann müssen fertig wir wieder damit. gießen. Dann müssen wir Nochmal. baggern. Kannst du Und dann zwischendurch mal den braucht man. Betonmischer auf Füllen fahren? Ja, das werde ich tun. Guck mal, wie viel noch So. drin ist. Oh ja, noch 12%. Ja, mal voll nochmal. Naja, nee, wenn noch ist er ja am Gießen. Ja, naja. Eben, noch bin ich in Gießen. Ladung befestigen. Wie? Hier steht irgendwas nicht richtig. Na gut, dort vielleicht. Hast ja recht, Computer. Bin mal eh gespannt, wo die dann hier baggern wollen. Also so viel Platz zum Baggern habt ihr überhaupt nie. Vielleicht ein Teich oder Bestimmt so. bloß ein kleiner Teich davor. Oder irgendwie Abwasserrohre. Ach, das kann natürlich auch sein. So, wenn wir jetzt hier hinten angekommen. Alles befestigen und los geht die wilde Fahrt. Und ab geht die Luzi. Kam immer früher auf Rummel, immer übelst oft. Keine Ahnung, was die Ja. da. Und ab geht die Luzi. Schnauze. Fresse. Wer hat an der Luzi gedreht? Ist es wirklich Wer hat schon so an der Luzi spät? gedreht? Ihhh. Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Genau. Da war ein kleiner Ruckler, als ich auf die Kreuzung gefahren bin. Und dann Sollst kam du die alles Ampel. daneben laufen lassen? Du füllst doch eh alles nach.
Lässt das einfach mal auf die Wiese laufen, sehr schön. Lass es einfach laufen. So muss es sein. Lass es einfach laufen, Margo. Hallo, du sollst, nie die Erde hier betonieren, was los ist. Menno, das ist doch aber lustig. Ja, lustig. Lustig. Oh, umgefallen. Ja, wir kommen jetzt hier vorne ran. Das weiß ich nie. Musst du dich wohl ein bisschen senkrechter aufstellen. Ich hab ne Idee. Oh Gott. Ja. Das kann ja nicht werden. Das dachte ich mir auch, als ich das ausgesprochen habe. Aber hey, man kann es ja mal versuchen. Und wieder umgekippt. Verdammt, was ist denn los heute? Oh, ich habe nur noch 1%, Margo, ne? Also. Was? In dem Kipper-Dingens. Betonmischer? Ja. So, dann muss ich den mal komplett drehen. Ist echt geschafft. Das nicht hinzubekommen in der angegebenen Betonmenge, die wir noch hatten. Nee. Das schafft er schon. Das ist aber wirklich eine ziemlich große Fläche, muss ich jetzt mal echt sagen. Also, ach doch. Hm? Zum vorhin Gießen jetzt. Vorhin hast du noch gesagt, ach, für die kleine Fläche reicht das Dicke. Ja, da war sie ja noch nie so groß. Da war sie noch nie so groß, okay. Genau. Okay, nice. So. Also die Zeit zum Drehen ist sehr realistisch von dem Ding. Na, das ist ja schön. Ja. Ja. Ein realistischer Bausimulator. Hallo. Hi. Die Herren und die Damen. Hallo Chef. Ich stehe ja nicht nur so rum, ich arbeite auch. Oh Gott, Markus Gerät zuckelt schon wieder so ganz eigenartig vor sich hin. Ich sehe hier kleine Betonpumpe durch die Luft fliegen. Möglich ist es. Cool. Haben wir das? Brauchen wir noch irgendwas dann? Nee, ne? So, mein Betonmischer ist leer. Ziegelsteine geholt, dann müssen wir Teile gießen, dann müssen wir baggern und dann brauchen wir nochmal so ein bisschen Abwasser. Ah, da müssen wir bestimmt für die Abwasserrohre ein Loch graben, wenn wir Abwasserrohre kaufen müssen. Holst du Beton, wa, Teichi? Ich bin voll on the road, Mann. Nice. Das ist nie der Ernst, oder? Doch, ich hab nice gesagt. Hast du das? Null? Es fehlt nicht mehr viel, ey. Also komm, fehlt ja. Nicht mehr viel, ne? Nehm mal einen Spachtel und kratzen die restlichen Löcher zu. Der Bücher ist aber leider leer. Der Bücher ist leer. Ach, oder ich beeil mich auch. Ich fahre ja mit 90 durch die Stadt. Warum teleportierst du dich nie? Weil das ein Simulator ist und wir uns nicht gerne teleportieren können. Och, Menno. Wir können ja den Rest auch mit Erde zuschippen. Stimmt, das fällt eh nicht auf. Das fällt eh nicht auf, ne? Da guckt doch eh niemals jemand nach, sobald wir dort ein Haus drauf stellen. Eben. Ach Mann. Diesen Berg hier sind wir schon ein paar Mal runtergefahren, oder? Wenn ich das so hier mir angucke. Und mal, da hinten war doch das. War da hinten das Bürgermeisterhaus oder war das noch woanders? Ja, ich glaube, das war mit auf dem gleichen Hügel. Das müsste hier oben mit sein, ne? Rechts oder links oder so.